I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, and you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Can I have the poached free range eggs instead of the fried free? I wanna take you out. Ich hätte ja gedacht, dass die Pilze ein bisschen überflüssig sind auf dem Toast, aber die sind echt geil. Empfehlung, sehr, sehr lecker. I only care about your soft skin, cause we're still sleeping in my head. I don't care about you. So, moin moin Freunde und herzlich willkommen im neuesten Video. Moin. Wir haben jetzt gerade schon eine Menge Fett, Salz und Zucker getankt, haben dementsprechend genügend Energie für den Tag. Mega gut. Bei mir sind es auf jeden Fall 8 von 10 Punkten. Und bei dir? Bei mir auch. Ja? Das Einzige war, dass ich mal schon mal Eier Benedikt besser gegessen habe und das ist der einzige Punkt. Sonst war mega, mega, mega gut. Vor allem die Pancakes, die haben dort so eine hausgemachte Soße. Richtig, richtig lecker. Also falls ihr mal hier sein solltet, checkt das ab. Wir gehen jetzt erstmal weiter, machen einen kleinen Spaziergang. Wir sind hier zu Fuß unterwegs. Können wir dabei ein bisschen verdauen. Ich denke, das ist ganz gut. Und dann schauen wir mal, was wir noch so für schöne Leckereien, schöne Plätzchen. Ja, alles, was wir so aufschnappen werden. So, wo jetzt? Lego. Lego? Gibt's da was zu essen? Vermutlich nicht. Warte, warte. Nicht ohne Proviant. Ja, dann schmecken ja einfach wie Smarties. Tja, keine Burger, ich hab euch verarscht. Ich habe nämlich jetzt hier einen leckeren Milchshake und zwar Melted Milk, Salted Caramel und Oreos. Natürlich mit Whipped Cream. Ich wollte eigentlich ohne Whipped Cream, aber Benke wollte mit Whipped Cream und deswegen... Hey, meine Whipped Cream, du wolltest sie gar nicht. Oh, das ist lecker. Das ist echt lecker. Ja? Probieren? Ja. Ist geil? Sieht man das? Ja. Echt geil. Ja? Ja, musst du probieren. Alles klar. Boah. Alter. Team Big Bite. Was war das nochmal? Also irgendein gefüllter mit Strawberry. Ja. Oh. Das ist mega lecker. Normalerweise nehmen wir nie so fruchtige Donuts, ne? Immer nur so einen oder zwei, wenn wir 12 nehmen. Jetzt haben wir 3 genommen. Unsere Quote hat sich auf ein Drittel gesteigert, würde ich sagen. Aber
ist nice. Echt geil. Ist nice, ne? Aber ich finde sowieso, die Donuts schmecken jetzt schon besser als das, was wir bei uns so haben. Happy Donuts, Dunkin' Donuts, Tasty Donuts. Wobei Tasty Donuts in Stuttgart schon richtig geil war. Aber das jetzt hier, Krispy Kreme Donuts, schon eine Nummer weiter, aber. Ja. Aber wir gehen später noch andere Donuts holen. Wir wollen nicht zu viel verraten. Ja, könnt ihr. Könnt ihr, Brudi. Hast du den alleine gegessen? Ja, ich hab... Stimmt gar nicht. Last but not least, Spekulatius Cream. Ich liebe diese Lotus Spekulatius Cream. Ich liebe es. Ja. Oh, da ist auch was drin. Zeig mal. Man gleich den halben Donut rein. Tja, wir brauchen endlich mal eine Abkühlung. Es ist so warm draußen und damit dem ganzen Essen, was wir bisher schon so gegessen haben. Thermogenese übelst angeregt. Ich bin am Schwitzen, will jetzt nicht sagen, wie doll, aber ziemlich. Ich glaube, bei Wenke sieht es nicht anders aus, oder? Nee, mir ist mega warm. Ich brauche eigentlich eine kalte Dusche. Ja. Aber darauf werde ich warten, bis wir wieder ganz zu Hause sind. Ja. Weil im Hotel kein kaltes Wasser. Aber was essen wir als nächstes? Burger. Burger? Wir brauchen wieder was Herzhaftes, ne? Und ein bisschen Protein. Ihr müsst immer daran denken, wenn ihr so einen Cheat Day macht, versucht ein gutes Verhältnis von süß und salzig zu haben. Das ist wie Yin und Yang, das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr nicht die Lust daran verliert. Oder? Ja. Das hast du gut erklärt. Yin und Yang. Ihr müsst immer Yin und Yang einhalten. Dann macht ihr nichts falsch. Das klingt. Aber jetzt erstmal Cold Brew, Sugar Free. Wie ist das geht? Baby. Doppel Patty, Bacon, Tomate, Ketchup, Cheese. Mein erstes Mal Five Guys. Mega geil. Wir sind ein bisschen spazieren gewesen. Ich habe mal kurz das Shirt gewechselt, weil das andere war durchgenässt durch meinen Schweiß. Wir haben ja jetzt schon einiges an Meals hinter uns, haben eigentlich nicht so viel gegessen wie bei unseren sonstigen Cheat Days. Ne? Ich denke, es liegt daran, weil es so warm ist, weil wir viel in Bewegung sind. Aber trotzdem habt ihr schon einiges an Foodporn gesehen. Und natürlich geht es jetzt gleich noch weiter. Wir haben noch zwei Spots, da müssen wir unbedingt hin. Vielleicht gibt es darüber hinaus noch ein bisschen was. Müssen wir mal sehen. Aber wer bis hierhin geschaut hat, der sagt uns doch mal bitte, was ihr bisher am meisten gefeiert habt. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt dem Video schon mal einen ordentlichen Daumen nach oben. Lasst die Daumen krachen. So, und ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns was Leckeres zu trinken und noch ein bisschen was zu essen, oder? Auf geht's. 3, 2, 1. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So, die Pizza ist auch im System. Und wie war die? Super lecker. Ja, aber nicht so gut wie angekündigt, oder? Danke an Niklas für den Tipp. Niklas aus Oldenburg. Niklas hat die Empfehlung ausgesprochen. War eine leckere Pizza. Ich fand sie mega gut. War ganz gut. Nur das Ding ist, in dem Lokal war es so übelst laut. Da konnte man sich nicht unterhalten. Wir haben uns gar nicht unterhalten können. Nee. Null. Deswegen konnten wir natürlich auch nicht so viel sagen. So ein. Ja, so in der Art.
Hätten wir besser bei WhatsApp schreiben können. Ja, was würdest du für eine Punktezahl geben? Nein. Echt? Acht. Siebeneinhalb. Siebeneinhalb Punkte von mir. Was aber frech war, sie haben uns nicht gefragt, ob wir noch was haben möchten und haben uns einfach die Rechnung auf den Tisch gelegt. So von wegen, ihr habt jetzt gegessen, dankeschön. Jetzt. Das war nicht so nett. Nee, aber ja. Und ich habe gehört, Vielleicht sind wir Deutschen auch einfach zu spießig. Ja, kann sein. So. Aber jetzt brauchen wir noch einen Nachtisch, oder? Ja, mal gucken, was es gibt. Was gibt's? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Ben, schmeckt gut. Kurzer Zwischenstopp, wir haben Ben & Jerry's entdeckt und jetzt gibt's erstmal eine Kugel Fischfood, wie auch immer für mich. Für Eike, Karamell, Brownie? Ja, irgendwie sowas. Schmeckt auf jeden Fall geil. Ich habe es irgendwie anders erwartet, aber ist okay. Wir sind voll bepackt, das Eis leckt, wir sehen uns gleich. Wir müssen los. Tschüss. Tschüss. Wie findest du London denn so? Das ist das erste Mal für dich, ne? Das bin ich voll erschreckt. Echt? Ich finde London sehr schön, ja. Also es gibt halt ein paar dreckige Ecken, aber es gibt auch sehr, sehr schöne Ecken. Ja, die gibt es in jeder Stadt. Daher finde ich London sehr schön. Die Architektur ist sehr speziell, fällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, hier werden so kreative Künste wie Theater, Schauspiel viel mehr gewürdigt als in anderen Städten. Man sieht an jeder Ecke Plakate, Theater. Das finde ich cool. Würdest du wieder herkommen? Ja. Nur fürs Essen oder auch für Sehenswürdigkeiten? Eher für die Sehenswürdigkeiten als fürs Essen. Harry Potter. Harry Potter, ja. Ja, Harry Potter. Da muss ich unbedingt hin noch. We just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Wir haben jetzt unseren zweiten Nachtisch hier mit hergenommen und gönnen uns jetzt von Crosstown Donuts ein paar vegane Donuts, die richtig nice aussehen. Mit welchem möchtest du denn starten? Banane. Der sieht schon mal gut aus, oder? Der sieht nice aus. Schmeckt echt bananig. Ja. Das Salted Caramel schmeckt mir nicht so ganz raus. Aber willst du probieren? Ja. Der schmeckt, als ob der aus Dinkelteig wäre oder so. So, das ist jetzt? Tropical Coconut. Okay. Also optisch schon mal ganz nice, oder? Definitiv, aber das war der Banane auch. Ja, ist geil. Finger! Der ist besser. Aber ohne Finger. Hey! Okay, der Rest gehört dir. Peanut Butter Jelly. Soll ich's tun? Und? Wie fühlt er sich so an? Trocken. Scheiße. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ganz ehrlich, da kann ich genauso gut einen Toast essen. Mit der Erdnussbutter und Marmelade. Feier ich jetzt überhaupt nicht. Aber Krispy Kreme? Krispy Kreme ist mega geil. Aber das kann man sich sparen, wenn man nicht gerade Veganer ist. Schade, Schokolade. Wir haben ja heute den direkten Vergleich gehabt. Krispy Kreme und dieses Crosstown Donuts. Und ich war so angefixt, ne? Ich wollte unbedingt diese Donuts und Crosstown Donuts haben, weil die mega geil aussahen auf den Bildern. Wenn man das jetzt beides zusammen raten würde, dann würde ich Krispy Kreme eine 8,5, 9 von 10 geben und den Donuts eine 5,5. Ja, 5. 5,5. Willst du noch? Nee. Es war auf jeden Fall, bis auf die Donuts hier, ein gelungener Cheat Day. Alles war eigentlich richtig lecker. Das hier hat ein bisschen enttäuscht, aber ja, that's life. Das Auge ist zwar mit, aber... Nicht nur. Nicht nur. Das ist es halt, nicht nur. Ja, ich hoffe, ihr habt dem Video schon alle einen Daumen gegeben. Habt ihr den Kanal abonniert? Falls nicht, abonnieren ist kostenlos. Glocke könnt ihr aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, oder? Macht's gut. Willst du noch was sagen? Piep, 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 haben wir uns alle lieb.